Hey, heute erfährst du, wie der Staat dich im Falle von Krankheit, Pflegebedürftigkeit oder einer Dienstunfähigkeit absichert und welche privaten Ergänzungen dazu wichtig sind. Herzlichen Glückwunsch! Du hast es geschafft und beginnst deine Ausbildung bei der Polizei. Es gibt viel Neues zu lernen und jede Menge, um das du dich nun vermutlich zum ersten Mal selbst kümmern musst. Gut, dass du nicht allein bist, sondern Ansprechpartner und Hilfe hast. Als Polizeianwärter bist du Teil einer starken Gemeinschaft und findest bei allen Fragen Hilfe bei kompetenten Ansprechpartnern. Statt gefährlichem Halbwissen von anderen oder langer eigener Recherche steht dir unser Signal-Iduna-Experte Erik zur Seite und beantwortet deine Fragen. Puh, so viel Neues. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Jetzt möchte mein Dienstherr auch einen Nachweis über eine Pflegepflichtversicherung. Wieso brauche ich das? Und wo bekomme ich jetzt schnell und unkompliziert eine Pflegepflichtversicherung mit Nachweis her? Hi, ich bin Erik. Ja, eine Pflegepflichtversicherung brauchst du. Diese ist sogar gesetzlich vorgeschrieben, aber kein Problem. Als Mitglied der Gewerkschaft der Polizei kannst du die Pflegepflichtversicherung bei der Signal Iduna abschließen. Die GDP und die Signal Iduna kooperieren miteinander. Innerhalb von 6 Monaten ab Ausbildungsbeginn ist der Abschluss sogar ohne Gesundheitsprüfung möglich. Und einen Nachweis über die Versicherung gibt es natürlich auch. Was ist denn noch wichtig, Erik? Muss ich mich als Polizeianwärter überhaupt krankenversichern oder bin ich bereits über meinen Dienstherrn abgesichert? In den Ländern Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland und im höheren Dienst in Berlin besteht ab Ausbildungsbeginn ein Beihilfeanspruch gegenüber dem Dienstherrn, in der Regel in der Höhe von 50%. Aha, und was mache ich mit dem Teil, der nicht übernommen wird? Für beihilfeberechtigte Polizeibeamte besteht grundsätzlich Versicherungspflicht in der PKV. Und zwar genau für den Teil, der nicht durch deinen Beihilfeanspruch abgedeckt wird. Das heißt, die restlichen 50% musst du über eine private Krankenversicherung für Beihilfeberechtigte abdecken. Das Zusammenspiel von Beihilfe und privater Krankenversicherung kannst du dir in einem separaten Video anschauen. Den Link dazu findest du in der Beschreibung. Habe ich als Mitglied der Gewerkschaft der Polizei, also der GDP, während der Ausbildung eigentlich besondere Vorteile bei der Versicherung? Ja, für GDP-Mitglieder entfällt bei Signal Iduna in den ersten 6 Monaten ab Ausbildungsbeginn die sonst übliche Gesundheitsprüfung in der Krankenversicherung. Das hört sich gut an. Dann habe ich noch eine Frage. Was passiert, wenn ich als Polizeianwärterin einen Unfall habe? Muss ich da irgendetwas beachten oder mich um etwas kümmern? Wenn der Unfall zu keiner dauerhaften Beeinträchtigung deiner Dienstfähigkeit führt, kannst du deine Ausbildung weiter fortsetzen. Führen die Unfallfolgen jedoch zu einer Beeinträchtigung der Dienstfähigkeit, wirst du in der Regel aus dem Dienst entlassen und in der gesetzlichen Rentenversicherung nachversichert. Wirst du aufgrund eines Dienstunfalls entlassen, erhältst du nur für einen begrenzten Zeitraum einen Unterhaltsbeitrag, danach nichts mehr. Das bedeutet, während deiner Ausbildung hast du leider bei einem Unfall völlig unzureichende Versorgungsansprüche. Wenn du zum Beispiel mit deinen Freunden Mountainbike fährst, kann immer was passieren. Von daher empfehle ich gerade sportlichen Polizeianwärterinnen und Polizeianwärtern, die Versorgungslücke bei Unfall nicht zu unterschätzen und privat vorzusorgen. Und was passiert denn, wenn ich während der Polizeiausbildung doch dienstunfähig werde? Als Beamter auf Widerruf hast du grundsätzlich keine Versorgungsansprüche bei Dienstunfähigkeit. Im Falle einer Krankheit oder eines Unfalls erhältst du für eine gewisse gesetzlich bestimmte Zeit noch weiter Besoldung. Wenn jedoch amtlich festgestellt wird, dass du dienstunfähig bleibst, wirst du aus dem öffentlichen Dienst entlassen. Damit endet deine Besoldung und es droht ein großes Loch in der Kasse. Es macht daher Sinn, sich schon so früh wie möglich gegen die Folgen einer Dienstunfähigkeit privat abzusichern. Am besten direkt ab Dienstbeginn. Habe ich als GDP-Mitglied Vorteile auch bei der Absicherung gegen die finanziellen Folgen einer Dienstunfähigkeit? Als Mitglied der GDP entfällt für dich in den ersten 6 Monaten ab Ausbildungsbeginn auch bei der Vorsorge gegen die finanziellen Folgen einer Dienstunfähigkeit die sonst übliche Gesundheitsprüfung. Insgesamt kannst du also die Versorgungslücken bei Krankheit und Dienstunfähigkeit innerhalb der ersten 6 Monate ohne Gesundheitsprüfung absichern. Einfacher geht's nicht. Besten Dank, Erik. Du hast uns sehr geholfen. Kommt, wir gehen zum Lauftraining. Zusammen mit der GDP hat die Signal Iduna die Polizeiversicherungs AG, kurz PVAG, gegründet. Unter pvag.de findest du für dich passende Lösungen bei Krankheit und Dienstunfähigkeit.
Einfach clever. Einfach Beamte. Einfach Signal Iduna.